Ja, gib's mir, genau so machst du das. Ja, gib mir das Lächeln. Oh, Caroline. Miss Germany 2013. Woo-hoo-hoo. Da nochmal hier und richtig ran. Oh, ja, das ist das 10.000-Euro-Lächeln. Pam, hier ist sie. Liebe Freunde, wenn Sie sich auch auskennen mit der Fotografie oder Sie sind Hobbyfotograf, Produktfotograf oder machen das einfach so in Ihrer Freizeit, vielleicht, Sie sind ein bisschen schon aus der Übung und wollen mal wieder rein. Sie haben das richtige Licht aber noch nicht gefunden, denn Sie kennen das ja von den Profifotografen. Im Studio, da ist auch immer so ein bisschen dieser Lichtringabdruck in den Augen der Models zu sehen. Das ist nicht eingearbeitet mit Photoshop oder so. Das kommt wirklich von einer Kamera, die einen, schauen Sie mal, einen Lichtringaufsatz hat. Den haben wir nämlich hier für Sie heute, liebe Caroline. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht es Ihnen, Miss Germany? Gut, und schauen ich finde es auch gerade toll, dass wir etwas mehr... Du kennst das ja, ne? Du wirst ja so oft fotografiert von Profifotografen und die haben das doch bestimmt immer auf ihrer Kamera. Ja, vor allem aber auch dieses kleine Ringlicht ist vor allem sehr praktisch für Hobbyfotografen. Also ich meine, die professionellen Fotografen, die haben ja auch schon dann so ein richtiges, die ganzen Lichter, Schirme und alles, aber das ist auch zu preisen, es ist unbezahlbar, wenn man das mal hobbymäßig sich da etwas ausprobieren möchte. Genau, und wir haben ja hier, also das muss man mal ganz kurz von vorne anfangen, das Summicon mobiles Ringlicht mit 60 LEDs im Batteriebetrieb. Die LEDs, wie gesagt, sind hier vorne. Die Batterien sind hier hinten. Hier hinten kommen sie rein. Ich mache Ihnen das mal ganz kurz auf, damit Sie nicht glauben. Ich erzähle Ihnen hier ein kleines Geschichtchen. Da sind sie. Das heißt, es ist ja mobil, oder? Das ist mobil. Du brauchst kein Kabel. Wir sind sozusagen kabellos unterwegs, was natürlich praktisch ist. Wir haben hier drei Fotobatterien. Die kennen Sie von Ihren Fotoapparaten, ne? Die AAA-Batterien. Die kriegen Sie auch in jedem Handel ganz üblich normalerweise. Und wie gesagt, du kannst das Licht ja auch vorne auf dieses Objektiv tun, ne? Das ist sehr praktisch. Also, wenn du gerade Makroaufnahmen machen willst, wenn du richtig rangehst an das Objekt und du brauchst eine super Ausleuchte. Aber ich kann auch das Ringlicht hier oben auf meinen Blitzschuh drauf machen. Oh, das ist natürlich, da ist man auch flexibel du, dabei. Genau, ne? Du hast ja, nicht nur warte, so. Ich mach das mal an. So. Und schau mal, was hier ist, siehst du das? Wow, nur auf der einen Seite, ne? Kann man das so einstellen? Und was mit der linken Seite, geht das auch? Das geht auch, warte, ich mache mal das untere aus, damit das nicht irritiert. Und zwar kann ich nämlich mein Ringlicht individuell einstellen, wenn ich nämlich möchte, auf der linken Seite. Oder auf der rechten Seite. Oder schön, oder? Weißt du, für was das gut ist? Und zwar, wenn ich an dich herankomme, ich mache das mal ganz kurz, ich komme an dich heran. Ah. Und ich habe jetzt, wie Sie sehen, schauen Sie mal, ich habe jetzt alles an, nicht wahr? Und so leuchte ich Ihr ganzes Gesicht aus. Das heißt, es wird sozusagen schattenfrei. Ich habe also keinen Schatten auf Ihr Gesicht. Und es ist wirklich wunderbar, gerade bei einer Aufnahme, ausgeleuchtet, kein Problem. Wenn ich aber einen Schatten möchte, ja, an Ihr Gesicht herankomme, sehen Sie, wie das sich schon verändert? Und ich habe hier, schauen Sie mal, ich habe nur eine Seite an. Und auf ihrem Gesicht ist auch diese Seite ohne Licht definitiv ein kleiner Schatten drauf. Es gibt einen kleinen Kontrast, es gibt einen kleinen netten Effekt. Schauen Sie mal, wie das hier an und ausgeht. Genau, so ist das. Und das ja, du kennst es ja aus dem Profibereich, du wirst ja tagelang immer wieder fotografiert. Und das haben hier professionelle Fotografen ja auch auf ihrer Kamera. Ja, stimmt. Wir haben auch ein paar Beispiele. Aufnahmen genau. Für Sie, Vorher-Nachher-Bilder, wo man perfekt sieht, wie das Licht die Fotos einfach auch aufwertet. Ich meine, links im Vergleich zu rechts, jetzt, das ist so ein himmelweiter Unterschied. Ja, ich glaube, das ist für jeden da, für nette Kollegin auch. Es ist einfach zu sehen, wo der Unterschied ist, wo das Licht benutzt worden ist und wo nicht. Wie gesagt, zum Ausleuchten von ganz Nahaufnahmen, wie wir es hier haben, aber natürlich auch, wenn Sie einfach ein Foto schießen möchten, ein Porträtfoto schießen möchten. Mobiles Ringlicht mit 30 LEDs, Batteriebetrieb, verschiedene Leuchtmodi und die Bestellnummer, Caroline? Ist die NC19-08569. So, aber der Preis ist ja auch entscheidend, nicht wahr? Ja, ich meine, Preis. Ich spreche hier von Fotografie, Profifotografie. Ist ein sehr teures Hobby normalerweise. Ja, und die Miss Germany wird ja auch immer wieder vom Profifotografen abfotografiert und die haben sich sicherlich keine günstige Ausrüstung geleistet, sondern sind richtig in den High-End-Bereich gegangen. Aber Caroline, wir sind unter 50 Euro. Unter 50 Euro für unser Summicon mobiles Ringlicht mit 60 LEDs, mit Batteriebetrieb. Und wie gesagt, ich kann ja hier mehrere Modis haben. Ich habe einmal volle Ringlichtbeleuchtung, wenn ich möchte. Ich kann aber auch auf der rechten oder linken Seite meine LEDs anmachen. Ich mache Ihnen das nochmal vor.
Schauen Sie mal, volle Ringlichtbeleuchtung, 60 LEDs. Dann habe ich hier, dann kann ich die 60 LEDs auf 30 LEDs runterhauen, wenn ich nur 30 LEDs brauche, ein wenig geringerer Licht. Und dann gehe ich hier von der einen Seite, das ist jetzt die linke Seite, volle Beleuchtung, 30 LEDs auf der linken Seite, dann wieder 30 LEDs auf der rechten Seite. Oder ich mache die rechte Seite, 60 LEDs bzw. 30. Und schauen Sie mal, so kann ich die Objekte optimal ausleuchten, sei es nun voll, sei es nun mit einem kleinen Schatten. Und schau mal, Caroline, du weißt ja auch, was diese Ringe bedeuten. Ja. Ne? Du hast mir gerade noch erklärt, ich wusste es nämlich nicht. Wir haben hier noch zwei Adapterringe, die kommen zusätzlich dazu. Genau. Wenn Sie nämlich eine Kamera, eine Profikamera zu Hause haben und haben jetzt vielleicht nicht die Nikon, die wir hier haben, sondern eine andere Kamera. Wir haben auch für die Kamera, für diesen Kamera haben wir einen richtigen Aufsatzersatz. Ich mache das mal eben hier ab. Ich muss ein bisschen Hand angeben. So. So. So geht es. Und dann haben wir hier den Aufsatz, den Adapter für unser Ringlicht. Das können Sie einfach abschrauben. Ah, das dauert ein bisschen. So, jetzt ist er ab. Und da schraube ich einfach den anderen Aufsatz. Schauen Sie mal, hier sind sie. Ups, Entschuldigung. So, den schraube ich einfach wieder drauf. So. Und kann mein Ringlicht dann auch mit diesem Aufsatz, ganz einfach, schauen Sie mal hier. Hier ist ein Einschub, hier hinten. Sehen Sie das? Gebe ich einfach drauf, bumm, und fest fertig ist die Sache. Und schon ist es wieder betriebsbereit. Ah, ich muss einschalten, genau. Danke, liebe Regie. So, hier haben wir es. Sehen Sie. Ich finde, man kann damit so geniale Schattierungseffekte machen. Definitiv unter 50 Euro für ein Profi-High-End-Gerät, was in dem professionellen Einsatz immer tagtäglich benutzt wird und wie gesagt Models, aber auch Objekte auch gut und professionell ausleuchtet für unter 50 Euro, ist es ein wunderbares, eine wunderbare Zusatz zu Ihrer schon Profi-Ausrüstung. Ich denke mal, Sie haben dann auch zu Hause wahrscheinlich eine gute Kamera, eine teure Kamera, haben sich zu Hause vielleicht ein kleines Studio eingerichtet mit Stativ. Ihnen fehlt aber noch definitiv ein Ringlicht, Caroline. Das ist sehr wichtig. Und vor allem mit diesen verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten können Sie wirklich variieren, Ihre Fotos individuell beleuchten. Und man will ja auch mal Schatten haben oder so, ne? Ja, und man will es ja nicht immer am Computer bearbeiten. A, vielleicht, weil ich es nicht kann. Und B, vielleicht, weil ich diese Realität ja auch haben möchte von, der Schatten war wirklich da, ne? Definitiv. Also für unter 50 Euro das Summicom Mobiles Ringlicht mit 60 LEDs, auch für den kreativen Einsatz. Wie gesagt, wir haben zwei Helligkeitsstufen in drei Leuchtmodis und passgenau Adapterringe haben wir eben für 58 mm und für 67 mm Objektive. Wie gesagt, das sind ja die zwei Adapter, wie ich es eben gezeigt habe. Und hier steht es auch nochmal, schauen Sie mal, wenn die Kamera da nah dran fährt. Das ist hier für 58 mm und hier haben wir eben das für 67 mm. Also da erzählen wir Ihnen auch nichts. Und die Batterien sind auch ganz, ganz easy reinzutun. Drei Batterien, Typ AAA. Und die halten auch noch bei einem Dauerlicht von 2 bis 4 Stunden. Das heißt, Dauerlicht wäre ja der Modi hier. Mhm. Dauerlicht 2 bis 4 Stunden. Das ist wahnsinnig viel. Das ist nicht wenig. Da kann ich, also wenn ich überlege, wenn man fotografiert ja immer so, ich mach das nochmal, so zack, 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 zack. Das macht man ja nicht 2 bis 4 Stunden. Ne? Oh, kann man auch. Ich zeige Ihnen mal eben die Bilder, die ich eben von der Caroline gemacht habe. Nee, bitte nicht. Schauen Sie, sehen Sie das mal hier? Wie schön das ausgeleuchtet ist, schauen Sie mal. Wie schön das ausgeleuchtet ist. Schön, ja, schönes Lächeln. Wenn man noch ein schönes Lächeln dazu hätte, wäre es schön. Caroline, du bist die Miss Germany 2013 nicht umsonst geworden. Schauen Sie mal hier. Und da habe ich es nämlich nicht benutzt, schauen Sie mal. Und hier habe ich es benutzt, wie schön das ausgeleuchtet ist. Sehr schön, da sind nochmal die Ringe. Also das kann ich nur empfehlen, wie gesagt, oben auf, direkt aufs Objektiv schieben, beziehungsweise, ranschrauben, so wollte ich sagen. Oder auf den Blitzschuh hier oben drauf. Und schon habe ich eine Profi-Ausrüstung, die ich vielleicht sowieso schon zu Hause habe, noch mal ein bisschen aufgewertet. Also ich finde es auch besonders toll, um unterwegs zu sein. Man ist nicht von der Steckdose abhängig. Man ist wirklich mobil damit. Und 2 bis 4 Stunden ist eine unheimliche Zeit. Das heißt, gerade wenn man mal mit der Familie unterwegs ist, wenn man am Strand, am See ist, dann hat man keine Probleme. Unter 50 Euro. Unter 50 Euro. Die Bestellnummer, die 1908569. Das ist definitiv Ihr nächstes Ringlicht auf Ihrer nächsten Knaller. Profikamera. Ein Hammer, oder?
Ein Hammer. Ich finde es auch toll.